Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Kingdom Come Deliverance. In der letzten Episode haben wir fleißig Jobs verteilt, Freunde. Ja, das war wichtig und richtig. Es wurde eine Köchin gesucht, es wurden Wasserträger gesucht und halt auch arme Säue für den Latrinendienst. Die werden allerdings doppelt bezahlt. Ja, aber Freunde, wie es weitergeht, nach dem Intro, viel Spaß. So, und da sind wir auch wieder. Back in Business, Freunde. Der Vogt scheint zufrieden. Aufgaben wurden erfolgreich verteilt. Hat der, und Gesundheit. Hat der uns was zu erzählen, der Alex? Nö. Mach's gut. Haben wir jetzt hier soweit alle Nebenquests durch? Guten Tag. Moin, servus. Moin. Gott behüt dich. Okay. Hier hat uns keiner mehr was zu sagen. Hier oben ist noch was. Hier oben ist so eine Quest. Und da auch. Okay. Ja, dann laufen wir mal hier durch und schauen uns das Ganze an, ne? Sie macht sich nicht selbst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass wir hier ein paar Aufgaben verteilen konnten. Das war nice. Questgeber oder Hinweisgeber. Er hier. Gott sei mit dir. Moin, servus, moin. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ich habe andere Dinge im Kopf. Ist ein Arschloch. Okay. Mach's gut. Er hat andere Dinge im Kopf, der feine Herr. Okay, hier unten ist ein Aktivitätsgeber und oben in der Kapelle wäre auch noch was. Ah, dann schauen wir mal nach. Dann schauen wir mal nach, Freunde. Okay. Aber wir haben echt schon ordentlich was auf die Kette gekriegt. Milan, hallo. Ja Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Nö. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet's und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Aha. Das Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Mhm. Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Okay. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan, okay. Und einen Kerl namens Löckchen. Alles klar. Auf bald. Stefan und Löckchen. Stefan und Löckchen. Den müssen wir jetzt leider die Zähne gerade rücken. Ja, okay. Machen wir. Stefan und Löckchen. Die müssen wir umklatschen. Sollte aber kein Problem sein, oder? Sollten wir hinkriegen. Bisschen um Silber. Let's go. Aber erstmal müssen wir die überhaupt finden, ne? Es ist auch wieder so eine hohe Kunst. Wenn wir uns einmal hier waschen. Jawohl. Wo ist denn der? Wer bist du? Halt. Löckchen? Schön, dich zu sehen. Ja. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein. Aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Okay. Lebe wohl. Okay, den haben wir. Löckchen haben wir. Was hat denn der so dabei?
Ein bisschen Geld. Und Ritterschnaps. Nehmen wir der armen Sau auch ab. Zugunsten seines Besitzers. Aha. Okay, den braucht man nicht. Haben wir. Ende des Kampfs und wir haben gewonnen. Okay. Dann brauchen wir ja nur noch diesen... Lol. Den anderen Dude. Ja. Löckchen, ne? Ist der so? Ich glaube. Aber okay, das war ja ein chilliges Kämpfchen. Ja. Das ging fit, Freunde. Das ging richtig, richtig gut von der Hand. Der hatte einfach gar keine Chance. Den haben wir komplett auseinandergenommen. Und leer gelootet. Ach ja. Der hätte sein Stuff da aber auch nicht, ja. Ah, Stefan, hi. Gott schütze dich. Es tut mir leid, Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpfe gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Gott sei mit dir. Wir töten den nicht, aber wir gucken, was der dabei hat. Der hat ein bisschen Geld. Und das war's. Der Rest kann er behalten. Ende des Kampfs. Du hast gewonnen. Chili Vanilli. Chili Vanilli. Na gut, aber wir hauen den einfach legal. Volles Hund aufs Maul. Ist doch super. Also, ich würde sagen, das könnte erheblich schlechter laufen, ne? So. Ich muss schon sagen, wir kommen gut voran. Wir haben Arbeit vergeben. Wir haben 2 von 3 Faustkämpfen gewonnen. Wir machen einmal kurz Nom Nom. Richtig und richtig, Freunde. So, wieder aufsitzen. Und attackieren. So, den letzten Kampf, den werden wir auch schaffen. Da bin ich mir super sicher. Und dann sollten wir hier eigentlich auch fast alles fertig haben. So, wo ist denn der? Der patrouilliert hier, kann das sein? Den müssen wir irgendwie abfangen. Eindeutig. So, wo ist denn der? Moin, Servus, moin. Hä? Wo ist denn der? Der Lapphorn. Muss ja dann irgendwo auf dem Vorplatz sein, oder? Ich wüsste jetzt was nicht, wo der sein soll. Hä? Wo ist denn der? Milan ist auf der anderen Seite. Scheiße. Milan ist hier irgendwo. Das ist nicht Milan. Milan scheint in dem Haus zu sein, oder? Kann das sein? Milan, komm raus, du Pussy. Hallo, Milan. Kämpfen wir. Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe 1-2 Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. Mhm. Lebe wohl. So, der letzte Kampf. Den haben wir. Aua. Okay, das ist nicht schlecht. Schön haken. Richtig schön rein in die Fresse. Boah, da. Aber der ist nicht schlecht.
Der ist nicht schlecht, das muss man ihn lassen. Mhm. Hier! Alter! Willst du mich verarschen? Komm her hier, du Lappen! Boah, der hat aber schon ein paar Hits jetzt gefressen, ne? Also. Boah, wie viel werden da aushalten? Musst du jetzt weinen? Du so? Jawohl, hab's. Lappen, ey. Bleib liegen. So, was hat denn der alles Schönes? Der hat ein bisschen Geld. Retterschnaps nehmen wir auch mit. Ah, die Truhenschlüssel, die kannst du behalten. Ende des Kampfes. Du hast gewonnen. Eigentlich ziemlich simpel. Okay, haben wir. So, wie sieht's aus? Hallo, Lasagne. Ah, ne. Krasses Pferd. Let's go. Okay. Das war erfrischend, Leute. Aber der hat sich gut angestellt. Das muss man dem aber auch mal... An der Stelle muss man dem das auch mal lassen, ne? Also, scheiße war er jetzt nicht. Erstaunlich, erstaunlich. Okay. So, dann können wir ja noch mal schauen, was wir hier noch für Quest haben. Hier irgendwas? Hier ist ein Questgeber. Ja, reiten wir da mal hin, oder? Ja. Okay. Ja. Tief und entspannt hier. Wo war denn das jetzt? In der oberen Burg, ne? Hier irgendwo muss das ja gewesen sein. Ja, fragen wir mal nach. Hallo? Gott schütze dich. Hi. Mach's gut. Aber der war es nicht. Ja, aber scheinbar schon irgendwie. Zu mir? Hier ist keiner. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Mhm. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Okay. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Mhm. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Alles klar. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Okay. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber alles klar.
Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Okay. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Okay. Ja, dann kümmern wir uns. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Alles klar. Eieieiei. Gut, dann wissen wir, was zu tun ist. Sprich mit dem Victor. Oder Vicar. So heißt es. In Uschitze, ne? War das? Oder? Ich glaube, ja. Uschitze. Da. Uschitze. Let's go. Alles klar. Ich bin gespannt, wie wir den überzeugen sollen, ne? Also mit Religion habe ich es ja gar nicht. Also, was soll ich dem erzählen, ne? Es wird nicht so einfach. Egal, wir probieren's. Schütze, hallo. So. Kommt her, frischer Kohl, Karotten, Zwiebeln, Radieschen. Alles, was man für den Kuchen ist. Okay, dann wollen wir mal. Hier. Ah, die sind gut aufgestellt. Und was willst du hier, Junge? Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leipa schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Waldenser, ein gefährliches Ketzerpack. Okay. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Okay. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Okay. Geständnis des Ketzers. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tunichtgute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und sie trauen mir auch nicht. Okay. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Na, naja, wir können es auf jeden Fall versuchen, ne? Also gut. Mhm. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass irgendeiner von ihnen aus Uschitze kommt. Vielleicht treffen sie sich bloß hier. Das ist möglich, aber ich will Sicherheit, keine Mutmaßungen.
Okay. Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratai ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen, ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Oh, Gottes Willen. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Mhm. Oi. Okay, finde den Treffpunkt der Waldenser. Scheiße. Dann wollen wir mal, ne? Wir haben im Inventory ja einen Questgegenstand. Geständnisse des Ketzers. Ja, dann lesen wir mal, ne? Peter von Hardek. Mhm. Dieses Protokoll war niedergeschrieben vom Meister Borislav, Schreiber des Erzbischofs und bla bla bla. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer, ein Geständnis abzulegen, sodass der Scharfrichter angewiesen war, ihn durch die Anweisung bla bla bla. Okay. An einem Ort der Sünde. Bin aber sofort gegangen. Den Tempel von Satans Braut. Babylonischen Turm. Der aufgehenden Sonne entgegen, also Richtung Osten. Ach, du meine Fresse. Babylon. Hm. Also Osten auf jeden Fall. Hi. Auf bald. Auf bald. Pater Goodwin ist mir jetzt wahrscheinlich keine große Hilfe. Wir müssen erstmal Richtung Osten. Dessen bin ich mir eigentlich gewiss. Mal kurz aufsitzen. Ich glaube, mit dem Pferd könnte das schneller gehen. Ja. Turm von Babylon. Satans Werk. Uschitze. Bildschirm. Ja. Richtung aufgehende Sonne. Okay, ja. Hier bin ich eigentlich schon aufgeschmissen. Also, ich würde mal sagen, wir gucken noch mal rein. So. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, wusste nicht wohin. Also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört, denn Christus erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses gottlose Land, einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir reiten einfach mal hier entlang. Ich weiß halt wirklich nicht, was Phase ist. Was ist mit dem Typen? Das ist ein Wanderer. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie falsch ist. Ich weiß es nicht.
Also ich bin mir ziemlich sicher, den ersten Part des Rätsels haben wir gelöst. Aber wie zum Fick soll es weitergehen? Vielleicht da hinten? Er redet ja auch von Arbeitern, ne? Also... Hier ist nicht Osten, oder? Nee, Osten ist eher hier so. Keine Ahnung. Aber, Freunde, ich würde sagen, wie es weitergeht, finden wir erst in der nächsten Episode raus. Denn für heute sind wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich durchaus über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Parallel zu Gaming und Triebwerk sind verlinkt. Und wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr natürlich komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich an dieser Stelle super herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage schön mit dir, noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.